Hades 2 ist der Nachfolger von Hades 1. Und ich habe es gerade freigeschaltet bekommen. Ich habe hier diese Early Access bzw. diesen Tech-Test. Dafür habe ich mich beworben und ich wusste gar nicht, dass ich ihn gekriegt habe. Ich hatte es schon aufgegeben, aber jetzt seht her. Willkommen beim technischen Test von Hades 2. Diese Version beinhaltet nur einen kleinen Teil des Spiels und soll uns dabei helfen, den bevorstehenden Early Access zu einer möglichst reibungslosen, fehlerfreien Erfahrung. Also es ist der Release vor dem Early Access, vor dem Hauptspiel. Bitte beachte, dass verschiedene Teile des Spiels noch nicht fertig sind. In diesem technischen Test kannst du nur das erste große Gebiet des Spiels erkunden und mit den zu Beginn des Spiels verfügbaren Systemen und Charakteren interagieren. Wir danken für dein Verständnis und hoffen, dass du bei blablabla buben. Few tales are told of Hades, whose reign as grim lord of the dead came to a sudden end when all at once his past caught up with him. But gods do not go quietly, and history repeats. So this tale was only a matter of time. Death to Kronos. Wieso ist da der Mauszeiger und nervt mich? Okay. Vengeance for my family. Das ist der Dash. Leichter Schlag. Was ist das für ein Symbol über ihrem Kopf? 10. 10 was? Ah, okay. Unten links geht der Balken weg. Mana ist das, was ich hier so großzügig gerade verschwende. Was ist das? Ja, die Frage ist, ob ich direkt die Buttons umstelle. Ehrlich gesagt, habe ich den Dash, glaube ich, lieber auf R1 als auf X. Bevor ich mich dran gewöhne, mache ich das, glaube ich. Falls das überhaupt schon geht. Wo macht man das denn? Anzeige, Interface, Steuerung. Hier, Spurt. R1, Interagieren, X. So. Lost souls. I'll make the Titan pay. Wer ist sie denn jetzt eigentlich? Ist sie die Tochter von Hades oder was? Wissen wir das schon? Oh, es macht direkt Bock. Es ist direkt ein richtig geiles, schönes Gefühl. Okay. Komm, sage ich was Positives, kriege ich aufs Maul. Was macht das hier? Ah, das hält die, das Priesty. But if you truly mean to stop him, then the least I can do is light your way down. Nova Schlag, deine Angriffe fügen größeren Schaden in einem weiteren Bereich zu. Blendender Sprint, dein Sprint ist schneller und bewirkt bei nahen Gegnern Blenden. Wenn du in deinen Bannkreisen stehst, stellst du langsam Mana wieder her. Ich zitiere mal aus diesem Page. Ja. Und zwar, in Hades 2 schlüpfst du in die Rolle von Melinone, der unsterblichen Prinzessin der Unterwelt.
Mit der Macht des Olymp auf deiner Seite erkennst du eine riesige, tiefgründige Welt voller Mythen und erzählst den Lakaien des Titanen. Des Titanen in einer mitreißenden Geschichte. Wow, ich bin schon tot. So viel zum Thema Unsterblich. Da muss man ja erstmal rankommen, reinkommen. Sind wir jetzt schon im Hadesreich? Das ist das neue Reich. So früh schon zurück. Ja, gut. Wer ist er? See what I get for staying out all night, Freenos. Freenos. Game sounds so laut, wenn Nikola spricht. Okay. Also nein, Leute, das ist aktuell keine Werbung. Das ist der Technical Test von Hades. Ist das Zagreus gewesen? Who dares disturb my eternal rest? You trifle with powers far beyond your comprehension, witch. Speak. That was pretty decent, right, Mel? Maybe pushing it. Okay, if I call you witch like that. Witch worked for me in context. And a solid haunting all in all, Dora. Und ihr zwei unterschiedliche Augen. I better run. Something I have to do. Then be gone. Stand tall and show no weakness. Der Detailgrad ist wieder mal super in dem Spiel. Das ist echt, das sieht so schön aus. The rivers have flowed back there. Da geht's nicht weiter. There you are. Come here. Time forced our hand, Melanoi. Nary a soul expected you to slay our enemy last night on a new moon, no less. But you accomplished something of great import. I lack such forgiveness for my failure, Headmistress Hecate. The Titan yet lives, Hecate. And Olympus yet burns, while I'm back where I started. What is it I accomplished? You're here to speak of it. Recovered in body, if not in spirit. You've not failed, merely begun. Thus may you learn. Grow stronger and complete your task. Death to Kronos. Death to Kronos. This cauldron's filthy still, alas. But there's something at our altar you may use. And I've unsealed the silver pool as well. Wo liegt was? Hail. Tell me you killed the bastard. Drove your staff into his wretched skull, slid a dagger in his gut. Not that he'd die from that. Works on mortals, though. I've nothing to report, Odysseus. Not yet. Well, you'll get him next time, I reckon. Irgendwo hat sie doch... Oh, was ist hier? Inkarnation des Schlafes. Das ist mein Soulmate hier. We'll find a way to wake you, O sleep. I promise. So, sie hat doch gesagt, irgendwo liegt was für mich. Tough times. Already hit a wall. Knocked your scrawny ass all the way back here. It's insane that she's sending you out on foot all on your own. Your skepticism's duly noted. Hail, Shades. Our fight is just getting started. Irgendwo sollte doch was sein. It's being purified. The crossroads, that haven hidden twixt the surface and the underworld, conceals those still loyal to Lord Hades, rightful ruler of the dead. Together we'll retake my father's realm. Sie ist die Schwester von Zagreus. Ja? Nein?
I can't. So, Leute. Was mache ich falsch? Ist die Schwester. Ja, die Schwester, ne? Das ist ja wirklich Daddy of the Year, Hades, auf jeden Fall. Be well, Headmistress. And you, we shall await your safe return. Thank you, Headmistress. Irgendwo hat sie doch gesagt, ich habe irgendwo was hingelegt, das wird dir helfen. Aber ich find's nicht. Okay. Steigere deine Macht am Altar. My altar. I'll need these soon enough. Die Zauberin. Beim Kanalisieren deiner Omega-Aktion bewegt sich die Welt um dich herum für 2 Sekunden langsamer. The Sorceress. Hä? Der Eigenwillige Sohn. Beim Verlassen eines Gebietes stellst du sofort 2 Herz wieder her. Bei weniger als 30% stellst du doppelte Menge wieder her. Du fügst Gegnern im Wirkungsbereich deiner Bannkreise 20% Schaden zu. The Furies. Kostet mich das irgendwas, das hier zu aktivieren? Gebe ich hier gerade irgendwas aus? Don't have enough for that. Scheinbar ja, mir fehlen Ressourcen. 3, 7. Achso, ich kann das. Don't have enough just yet. That'll do. The task comes first. Gibt's wieder Skelly, den man verprügeln kann? Inspizieren. Ah, hier sind die verschiedenen. Attention. Allay your fears, she has returned. A battle lost, but this is war, young one. You have many battles yet to come. The only question is, are you prepared to win? I'm not so sure here, so let's see you. Give me 20! Commander Skelemios, sir. All right, that's enough. Unless you want to keep going. Ah, wenn man gedrückt hält. Das ist auch schon beim ersten Teil. Das wenn man die Dash-Taste gedrückt hat, dass man dann sprintet. Omega-Angriff. Not now. Achso, ich habe keinen Mana mehr. Get all your magic back. Okay. Hier wird es dann wahrscheinlich später die verschiedenen Waffen geben. Was ist hier? Das ist noch dazu. Am Anfang immer so ein bisschen überfordernd. Nach oben gehen. Machen wir gleich. Traumalexi sagt, man konnte nicht sprinten, aber es gab einen Schnelligkeitsperk. Death to Kronos. I'll see to that. No one is more prepared. Beyond the mists of Erebus, there should be a way down. Too risky heading through Elysium. And too risky to stay. All right, it's time. Ugh, these blasted wards. Find the Titan, slay the Titan. Okay. Nächster Run. Das war sozusagen das Reich. Headmistress told me so much about you. And now at last we meet. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. You look just like your mother. I'll not lose her again.
I shall freeze hell in its entirety, if that is what it takes to get it. Eisiger Touch. Deine Spezialitäten fügen größeren Schaden zu und bewirken Frost. Kühler Sprint. Dein Sprint erzeugt einen Zyklon um dich herum, der dort verweilt, wo du stehen bleibst. Trostquelle. Du stellst rasant Mana wieder her. Ach, das ist quasi statt diesen also roten Dingern, die man werfen konnte im ersten Teil. Du stellst rasant wieder Mana her, nachdem du eine Sekunde lang stillgestanden hast. Das ist nicht so schlecht, oder? Aber hier natürlich blau. Ich nehme erstmal Mana. Vielleicht ist das Unwesen. All of you gather round. Endlos Mana, das ist doch nicht so schlecht, oder? Within mist-shrouded labyrinthine Erebus lie countless souls of the dead. Oh. They'll be judged soon enough. I lack the tools for this. Werkzeug benötigt, okay. Sorry, dass ich hier noch so ein bisschen wahllos die Gegend laufen. Aber ich weiß ja natürlich noch nicht so hundertprozentig, mit was man alles interagieren kann. Alter, ich habe schon wieder richtig viel Energie verloren. Ich habe vergessen, dass das ja so ein Spiel ist, wo man eigentlich die ganze Zeit kein Damage nehmen will. Also ein bisschen das Gegenteil von Diablo. Oh, wir haben Inventar. Asche wird zum Freischalten neuer Arcana. Das sind diese Karten. Wird zur Erhöhung des Wissens und zur Aktivität. Das ist ja interessant. Dass es jetzt quasi Loot gibt? Nee, Moment, das war ja kein Loot, das war ja eine Belohnung. Für den Raum. Das ist ganz geil mit dem Bannkreis, dass sie sich da nicht bewegen können. Das kann man schon taktisch ganz gut nutzen. Eisiger Schlag. Deine Angriffe führen größeren Schaden zum bewirken Frost. Eisiger Touch, ein spezielles, hatten wir eben schon. Unkrautvernichter. Dein Omega-Angriff fügt größeren Schaden zu, verbraucht aber plus 10 Omega. Was ist denn nochmal mein Omega? Ach ja, das ist gedrückt halten. For my mother. So, welchen Boon? Das ist... ja. Spindles. Omega-Angriff?
macht auf jeden Fall krass Bock, Leute. Das kann ich euch schon mal sagen. Das merkt man direkt. Was ist das? Plus 1 gelbe Blume. Ja gut, dann nehmen wir die gelbe Blume. So, das war ein Upgrade. For what you did to me. Aua. Alter, das geht hier aber auch ab. Man muss hier wirklich. Alter, wieso krieg ich so aufs Maul? Nein, ey. Okay, das klappt ja noch gar nicht mit dem Omega-Angriff. Brainos, you there? You know what they say, Brainos. Failure is the greatest instructor of all. Dora must be hiding for a bit. Okay, das war jetzt noch nicht so von Erfolg gekrönt hier alles. The cauldron's ready for me now. At least our cauldron's finally purified, praise the fates. Speaking of which, are you as yet considering an invocation to them? I have my doubts that they would listen even now. If there's any chance the three fates shall aid us, I'll take it. Thank you for preparing things for me. Though I'm well short of freshly picked reagents still. I'd offer such reagents if I could, but as you venture past this glade, look carefully along your path and you shall find them. Fate's willing. Yes, Headmistress. So, jetzt kann ich hier brauen. Last night I dreamt of this. What is this? Eingriff des Schicksals. Ersuche die drei Schicksalsgöttinnen, die in Zeiten der Not zu stehen. Nicht einmal durch die Tunnel zu hören. Überzeuge den elenden Trödler an der Wegkreuzung zu erscheinen und tausche deine gegen verschiedene Ressourcen ein. Enthülle die Sammlerwerkzeuge im Silberbecken, schalte sie frei, um und weitere Reagenzien zu sammeln. Dark of Chaos, Light of Moon, heed now my will. So mote it be. So mote it be. Our good witch there knows you've a mountain of a journey ahead of you, goddess. You hear about our mountains on the surface? Big tall rocks? What, do you mean like Mount Olympus or Mount Othrys? Of course I've heard of them. They reach up to the sky. I can only imagine. Hey, you look up from the base to the peak, you'll swear they can't be climbed. But if you only concern yourself with making that next step, you'll make it to the top. To the top. Huh. We're getting nowhere. I should be out there fighting, not standing watch over a place nobody comes to uninvited. Damn it. I think the circumstances justify heightened security around here. But if you don't, go take it up with the headmistress, not me. Waldcope fragt, Ede, würdest du nochmal Lords of the Fall eine Chance geben? Es gibt jetzt Loot und Enemy Randomizer. Ja, durchaus. Ich habe sogar schon mal drüber nachgedacht, das nochmal zu zocken. Okay. Allerdings muss ich sagen, was mich ja an dem Spiel gestört hat, ist ja, also ich habe es ja nicht durchgespielt, deshalb ist ein Randomizer jetzt für mich eigentlich gar nicht so interessant.
Mich haben ja eher andere Sachen so ein bisschen gestört an dem Spiel, aber ja, ich bin trotzdem durchaus interessiert. Hi Gang. Heard Mistress must have some important tasks. Einfach um mal zu gucken, was so nach den ganzen Patches mittlerweile aus dem Spiel geworden ist. Headmistress lent me the Arcana. So, wo sehe ich denn? Ach so. Ich hab nichts, ne? Don't have enough. The arms of night are now at my disposal. Neue Waffe. Or shall be soon enough. Hexenstab, Schwesternklingen, Mondsichel, Spitzhacke, Tafel des Friedens, besänftige einsame Schatten und locke sie zur Wegkreuzung, um große Mengen an zu erhalten. Silberspaten, grabe nach und anderen nützlichen Reagenzien oder Gegenständen. Mondlichtspitzhacke. The crescent pick. Reveal to me the bounties of the earth. Do make good use of that. Aber warte. There's something new here. Wie kriege ich diese Schwesternklingen? I'll have to get more. Ah, mit Silber. Okay. Den Hexenstab habe ich gerade, ne? Okay, das sind Werkzeuge. Aber ich will natürlich. Denied. Das ist die Waffe, die ich gerade habe. Ich verstehe. Being a shadowy denizen of the underworld comes with certain. We are the unseen, at one with the darkness and the dead. I can. Hey, I'd do it out of time if I was you. See the little trail when you dash. Once it snaps back, you. The shadow follows. This is my path. Nächster Run. The Trident Sigil. Kannst du schon sagen, ob sich das Gameplay anders anfühlt als beim ersten Teil? Fragt der Dondi. Also so generell fühlt sich es natürlich schon sehr vergleichbar an, aber es gibt schon viele neue Mechaniken jetzt. Wie zum Beispiel Mana oder hier, dass man jede Taste gedrückt halten kann für eine Alternativattacke. Also es gab es teilweise ja auch. Hier unten links sieht man meinen Mana. Der blaue Balken. You're one of my father's brothers, aren't you? Then help him. In the name of Hades, Olympus. Aber es spielt sich schon, also sehr ähnlich. We thought you met the same fate as your father and your mother and your brother. Well, how about we turn the tide and exact terrible revenge for poor old Hades and his kin? Wogender Schlag. Deine Angriffe lösen eine Woge hinter dem Ziel aus, die andere Gegner zurückstößt. Geysir-Zirkel, dein Bannkreis, explodiert sofort, fügt Gegnern Schaden zu und stößt sie zurück. Achso, der Omega-Bannkreis. Das ist zum Beispiel auch, du hast den Bannkreis, wenn man Kreis drückt. Und wenn du Kreis gedrückt hältst, machst du immer die Omega-Attacke von der jeweiligen Attacke, die eben Mana kostet. Jetzt sehen wir mal hier den Sprint, der. Looks like a new path out. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, der Sprint hat gar keinen Schaden gemacht. Hier zum Beispiel die Aufladeattacke. Die feuert automatisch. Nicht etwa, wenn man die Taste loslässt, sondern du drückst die Taste und dann hast du eine gewisse Zeit, sozusagen den Strahl in die richtige Richtung zu lenken. Und dann feuert der automatisch. Das ist zum Beispiel sehr ungewohnt. Das muss man halt erstmal verinnerlichen. So, Pentagramm oder
hauen aber auch rein. Direkt ein Drittel der Energie weg, wenn die dich mal treffen, ey. Und diese kleinen Projektile kann man schon mal schnell übersehen. Nicht so stark die zweite Attacke, aber die stunlockt die Gegner. Which is a good thing. So, nehmen wir oder shit. Das sind ja Mittelgegner, Zwischengegner. Also ihr wisst schon, Zwischenbosse. Oh Mann, ich bin noch ausgewichen. Shit, ey. Also Energie ist echt wenig. 30 Leben ist halt echt nicht viel. Ist wirklich nur ein paar wenige Angriffe, die man überhaupt ab kann. Whalers. Remember me? Echt ganz schön konzentrieren bei dem Spiel. Und das ist ja nur die ersten Stages. Wir wissen ja alle, das wird noch sackschwer. Aber Energie ist hier auf jeden Fall bislang zumindest das große Problem. Auch Energie wieder her. Gut, das war in Hades 1 ja auch so, aber... Lord Charon, these provisions surely shall make all the difference in my task. What gold I find is yours. Für mehr reicht's ja leider nicht. Oh, Angel. Count right now. Eine Angel. The boatman Charon, one time steward of the dead, now sculls the rivers of the underworld in aid of those who yet resist the Titan Lord. What would we do without him? Tja, hier wäre wieder Miniboss. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen mit 13 Health. Aber no risk, no fun, oder? Farther than before. Ist das überhaupt ein Miniboss oder ist das ein fucking richtiger Boss? Holy shit. Das ging schnell. I'll get that Rootstalker. I've faced Rootstalkers before. It's like I drew blank out there. Who dares? A scourge upon your bloodline for resummoning me. Oh, yes, Dora. It's just... I should have gone farther that time. I'll give more notes on your haunting later, all right? Oh, sure. Seven Let's Play, das war, glaube ich, ein richtiger oder Toten... Naja, aber wenn es ein richtiger Endboss war, dann hättest du eigentlich nicht auswählen können, ob du zu ihm gehst oder zu jemand anderem. Also es muss eigentlich ein Zwischenboss gewesen sein. Weil ich glaube, der finale Endboss jeder Welt, der ist nicht optional. Also den. No use. Das ist immer dann die letzte Stage. Ah, you're here. What troubles you, Milenoi? Your brow is furrowed, not with fierceness, but with doubt.
The one emotion we cannot afford. Oh, headmistress, it's just... I'm struggling to muster the rage I should feel. I'm tasked with slaying a titan I do not even know, to avenge a family I cannot remember. Your feelings never lie to you. 'Tis their origins that may deceive. You feel no rage? Then you are in control. No, headmistress. Treachery against the House of Hades cannot go unpunished. Just so. Center yourself on that. Must be an incantation that can help. Was heißt denn, also man braucht dreimal ein Silber oder was bedeutet das da unten, das mal drei mal fünf mal eins? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ein Silber, dreimal. Back early. They're not going to help you, you know. The Fates, I mean. They don't take pity on whoever asks. If anything, you'll make things even worse. Maybe you just don't give your sisters enough credit. If they once aided my brother, then there has to be a chance they'll aid us. They have a stake in this, too. What, you mean their family? They couldn't care less. Too busy messing with everybody's lives, making it look like an accident. You mustn't speak of them that way. Odysseus out checking on reports. Oh ja, ist weg. Die Olle schläft. How fare my favorite hound and polecat friends? The Altar of Ashes. The Wayward Son. Sag mal, das ist doch vom Zählen her Quatsch. 1, 2, 3, 6, 7? Hä? The cards know. Know the past, know the future. Aber warum ist dieses Ausrufezeichen da noch gewesen? Okay, jetzt ist es weg. The Silver Pool. Okay, wir können eine neue Waffe holen. Oh, was ist das? Mondsichel-Spitzhacke. Sammle wertvolles... Ah ne, die habe ich schon. Okay. Die Schwester klingt. Join with me. Lim and Oros, Sister Blades. We're fellow sisters now. A fitting armament. She's here, now watch and learn. Like getting stung by bees. Ah, okay, dann jumpt sie hinter die Gegner. Can't do it. I must go. The Crossroads training grounds are watched over by fearless seafarer Skellim. We cannot fail with such a genius on our side. Nope. Get your face back here. Okay, die probieren wir direkt mal aus. Ich mag ja... Oh, was ist das? Nein, das ist nichts. Ich mag ja generell schnelle Waffen. Ah nein, jetzt guckt sie da wieder hin. Ja, ja, ja. I'll get through all that gloom somehow. Also probieren wir es mal. Hier kommen wir auch noch nicht. Sealed as always. Once more then. Flame sigil. I thought the fire goddess never got involved. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Well, look at you, hot stuff. Come to help the elderly. Oh, what a good girl you are. And here I was, just about to burn this old blasted place to the ground myself. Now, here's a little warm-up for ya. Deine Angriffe bewirken Versengen.
sehen. Ein Sprint zerstört die Geschosse der meisten Fernkämpfer. Brandquelle. Du stellst rasant Magie wieder her. Verfügst aber über minus 20% Leben. Noch weniger Leben. That almost burns. Oh Mann! Ich müsste nochmal, wie war das bei Hades 1, wenn man geschlagen hat, hat man sich dann auch bewegt so? Weil die bewegt sich ja quasi langsam, während sie schlägt. Handschuhen, ja. Ich glaube, ich habe mich noch nicht so richtig an den Bannkreis gewöhnt. Ich glaube, den muss man mehr spammen. Ah, es geht ja so krass schnell, wie schnell hier die Energie weg ist. Also, ich habe schon wieder quasi fast alles verloren im zweiten Raum. So schwer habe ich den ersten Teil nicht in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin. Ich bin auch wieder älter geworden, das stimmt natürlich. Senkt Gasexplosion. Bei ihrem Tod fügen versenkte Gegner Flächenschaden zu. Kontrolliert deine Omega-Spezialität. Feuert zusätzlich ein Feuerball ab. Flame of the Hearth. Okay, das ist natürlich geil. Das, die aufgeladene Attacke, wenn ich das richtig sehe, automatisch zum Gegner geht, ohne dass ich zielen muss. Nein. Ich muss zumindest in die Richtung zielen. Okay, das ist schon ganz gut jetzt, dass die alle so explodieren. Apollo. The Titan thinks he has us pinned, but we have the situation here under control. Just locked in a bit of a stalemate is all. Während du in deinen Bann kriegst, Lichtpeitsche. Wenn du Schaden erleidest, wird ein Teil reflektiert und alle Gegner werden geblendet. Apollo's light. Bisschen komisch aus. Manchmal denkt man, da ist noch ein Energiebalken, weil das so weiß ist, aber weiß ist in dem Fall leer. Ich muss jetzt schon. Oh nein! Wie kann man nicht staggern, Alter! Silver.
Okay, ich glaube, in den Shop brauche ich gar nicht gehen. Ich finde es echt schwer, muss ich sagen, aber das liegt auch daran, dass man sehr viel Schaden nimmt am Anfang. Okay, jetzt habe ich 55 schon, aber man darf halt echt nicht viel kassieren. Alter! Okay. Man kennt natürlich auch die ganzen Gegner noch nicht so ganz. Oh, ich habe schon Bock, das mit Colin zu zocken, ey. Das wird ein Spaß, wenn es rauskommt. Das war Verbesserung. Das war... I'm getting farther. Ah, das ist Geld, okay. Oh, der Hammer von Daedalus. Heißt der, hieß er so? Daedalus? Das war doch immer, wenn ich mich recht erinnere, eine Verbesserung, die dann die Attacken fundamental verändert hat. Wenn ich... Ach so, dafür muss ich es erstmal schaffen hier. Mit 11. Hui. Nein, genau reingestellt, ey. Oh, was? Scheiße, jetzt haben wir den Hammer nicht gekriegt. Oh, another night. Doch keine Hammer-Time, Leute. Where do you ever think maybe we're just not cut out for this, Mel? Me with the... Find the Titan of Time. Punish him for his crimes against my family. Ich habe ja keine Tattoos. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Tattoo-Fan, wie ihr wisst. Aber wenn ich mir ein Tattoo machen, stechen lassen würde, finde ich, bieten hier diese Charaktere von Hades auf jeden Fall einen coolen Style. Coole Farben und irgendwie coole Zeichnungen. Könnte man sich überlegen, wenn man Bock drauf hat. Oh, kaum sage ich das. Kaum sage ich Tattoo, kommt Julia aus den Lurks. Habe ich da gerade. Hast du irgendwie so ein Alert oder so, dass wenn man Tattoo sagt, dass du automatisch im Channel erscheinst? Moonlight guide you, Shades. Du
gibt's doch gar nicht. Rise and shine. Ich höre alles. Ich mag diesen Comic-Style hier. Mir würde ein roter Punkt auf der Stirn. Ich könnte mir auf die Stirn ja hier die Hauptcharakterin tätowieren lassen und ihr Auge ist mein roter Punkt sozusagen. Reagenzien. Gespür. Nach dem Abschluss einer Begegnung wirst du alle wertvollen Ressourcen deiner Umgebung gewahren. Ersuche die drei Schicksalsgöttinnen. I'm ready. O daughters of night, who can see all tomorrows, please help me avenge both our family's sorrows. No effect. Yes. Nothing. They didn't listen. Überzeuge den elenden Trödler. Okay, 10 Knochen. Das ist ja frech. You have this. Nemesis has been in an especially foul mood of late. Anything I should know about? Eddie, wann denn? Laber mal nicht so viel, bin in Main, Hamburg, bring meinen Kram mit. Ey, meine Mutter erbt mich, wenn ich, nicht, dass es da viel zu holen gibt, aber ich kann das erst machen, wenn sie gestorben ist. You two, please keep an eye on things while I'm away. Ich bin auch nicht der, ich bin nicht der Tattoo-Typ. Es ist einfach so, der Zug ist abgefahren. Das ist doch auch einfach sad, wenn man sich mit 45 sein erstes Tattoo stechen lässt. Nichts schreibt mehr. Oder ich lasse mir ich als Schriftzug Midlife Crisis. Das ist eigentlich ganz lustig. Aber will ich einen Gag für den für mein erstes meines Lebens auf dem Körper? Kronos took them all. I lost more than my mother too, and I knew mine. What's yours to you? All you ever did was fall out of her womb. Silence. Strength and wisdom of my predecessors. Asche? Wo sehe ich denn, wie viel Asche ich habe? Hier, es steht überall nur, wie viel es kostet, aber nicht. Und was bedeutet diese grüne Hand oben rechts? Das hat ja irgendwie... Achso, ich kann... Das kostet eine grüne Hand und ich kann 10 grüne Hände maximal. Sehe ich das richtig? Und wahrscheinlich kosten krassere Buffs... Kosten mehr... Ach, das ist das, was unterm Preis steht. Also es kostet 7 Asche und ich habe 5 oder was? The arms of night. Tafel des Friedens. Besänftige einsame Schatten und locke sie zur Wegkreuz, um große Mengen an zu erhalten. The tablet of peace. You are mine now. A trusty tool indeed. Okay. Oh, was ist denn hier? Spitzhacke. Ach, man kann nur eins von beiden ausrüsten. Entweder die Spitzhacke oder den Dude. She's here. Come on, you slackers, straighten up. The craft you seek to master takes its toll. But not for long. Magic power is gonna come right back by the time you get to the next place you're going. So use it. No point bottling it up. So Leute, das wird der Run jetzt. Once more. Das wird jetzt der Run. Lightning sigil. The king of the gods must have his hands full recently. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Ah, young lady, so we meet at last. Emerge from all that gloom to help us settle an old score. If you possess your father's strength, then we have the advantage. Let us strike. Himmlischer Schlag, deine Angriffe bewirken Entladung.
drücke, um den Hauptangriff deiner Waffe auszuwählen. Wenn betroffene Gegner binnen 3 Sekunden 120 Schaden erhalten, sich vom Blitz getroffen, wahrscheinlich bewirken Entladung. Achso, das ist das Gleiche. Du stellst langsam wieder her. Das ist nicht so geil. Dafür müssen die ja überhaupt erstmal so viel Energie haben, dass das relevant wird. Richtig? So, was macht jetzt der Dude? Habe ich irgendwie immer noch nicht verstanden. Easy. Aber ich komme nicht durch, ohne nicht Schaden zu nehmen. Also ohne Schaden zu nehmen. Let me help you. Try again. What? Let me show you the way. See you in the crossroads. Okay. Das war ja eines der simpelsten Minispiele, die ich je in meinem Leben gespielt habe. Und ich habe es trotzdem beim ersten Mal verkackt. Also ich habe das Gefühl, es gibt mehr Abwechslung, was die Angriffsmöglichkeiten gibt. Du hast quasi von Anfang an schon 6 unterschiedliche Attacken. Okay, der Bannkreis kann man drüber sprechen, darüber diskutieren, inwiefern das als Attacke gilt. Aber es ist auf jeden Fall eine taktische weitere Möglichkeit. Plus jeden Angriff aufladbar. Plus den Sprint. I think not. Not even Athena knows what. His assaults on Olympus always fail, even if they've kept us occupied. What's his next? Nachdem dein Bannkreis erlischt, fügt er 2 Sekunden lang Schaden in. Dein Angriff trifft potenziell 2x 5%. You never get accustomed to this light. Oh, hier ist wieder Boss. Oder Shop, aber wir haben kein Geld, also nehmen wir Boss. Mini-Boss. This one again. Das ist sie von eben wieder. Okay.
Nein, ach verdammt, Alter. Sorry, Pen Warner. Found you at last. Princess of the Underworld. I regret having to contact you at such a time. It's not my custom to intervene during moments of doom, only to observe. Moments of doom. You're Lord Moros, emissary of the Three Fates. So your sisters heard me after all. They expected me to find you, for there's something they intend for you to have. Wherever you're going, look for it when you arrive. I'm uncertain if we'll meet again. Farewell. It's been an honor. Wait. Aha. Die Schicksalsliste. He's gone. I just met Doom incarnate, Freenos. Ich mag den Frosch. Ich würde auch gerne jeden Morgen von dem Frosch begrüßt werden. Dora, couldn't help but notice that my jar collection wasn't sorted properly. I would never store fungus with herbs. No. Although now that you put it that way, maybe in the future, yes. I was working on minor possessions and your mushroom bottle kind of slipped. So I put it back. You put it incorrectly back. I... Just tell me of such things next time, would you? Maybe I will. Maybe I won't. Blah, 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 blah. Is ah, that... das habe ich gekriegt. This is from the Three Fates. Reine Silberklingen. Die Tochter des toten Gottes wird die Schwesternklingen Lim und Oros aus dem Silberbecken ziehen. Prophecy fulfilled. Ah ja, okay. Denied. There you are. What to cast? Let's begin. Hear me, Selene, if you so desire. Aid me in finding that which I require. Tis done. Reagenzien-Gespür. The Fates indulged you after all. That is their scroll beside your tent. It followed you out of the shadows. Perhaps it can provide some answers. Would that it does. The fated list has tasked me with ensuring certain minor prophecies are fulfilled, though says little else as yet. May it reward your efforts at least. Kannte irgendjemand von euch Hecate? Hecate? Ich habe den Namen noch nie gehört vorher. We'll have to take our chances. Schon sehr nischig. Woher kann man die kennen? Hecate. Okay. Das scheint auch eine Figur aus Mythologie. Ja gut, aber warum hat man das noch nie gesehen? Sie spielt eine signifikante Rolle in der klassischen Mythologie, alles was Hades und die Unterwelt betrifft, schreiben die Entwickler. See, that's the sort of inquiry I'd expect from somebody who sighted a rootstalker out in the woods very, very recently. So there's still something rotten in Erebus then? Unfortunately, yes. Wach halt doch mal auf, da! Not permitted. Rest easy, son of Nyx. Laut Wikipedia ist sie die Göttin der Magie, Teurgie und Schneekromantie. Schneekro oder Nekro? Nekro. So. Hast du gerade Schneekro? Nee. Oh, du hast Schneekromantie gesagt. Okay. Which cards reflect my path? Sie ist Göttin der Wegkreuzungen und Weggabelungen, Schwellen und Übergänge und die Wächterin der Tore zwischen den Welten. The Titan. Okay.
better prepared. Guck mal, jetzt ist immer noch das Ausrufezeichen. Das ist doch ein Bug. Diese Kiste, da waren doch diese komischen Relikte drin. So, aber kann mir jetzt einer sagen, was das Ding hier gebracht hat? Ich habe es irgendwie nicht so verstanden. Spitzhacke ist ja klar. Das muss man hier auch irgendwo... Tipp von Belle Kitto, du kannst dir auch grüne Hände am Altar kaufen. Okay. Die grünen Hände waren... Okay, die brauche ich aber, glaube ich, noch gar nicht. Die werden jetzt, glaube ich, später ein bisschen interessant. Aber was ist das für ein kleiner Kobold da rechts statt der Spitzhacke? Und warum kann ich das hier... Ich glaube, das richtige Menü, das gibt es noch gar nicht. Es gibt nur das hier. Und das hier. Nee, leider kriege ich keine Info mehr von dem kleinen Typen. The pick. Ah, hier vielleicht? Das ist die Spitzhacke. Das muss es sein. Tafel des Friedens. Besänftige einsame Schatten und locke sie zur Wegkreuzung. Umherirrende Geister auf der Suche nach dem Sinn ihrer Existenz. Sie können in manchen Begegnungen gefunden werden. Wie schaltet man neue Waffen frei? Weiß man auch nicht, ne? I'd best be off. The heart sigil. Doubtless this one knows hatred, not just love. Kleptomanics, hast du den ersten Teil öfters durchgespielt, NG Plus und so weiter? Ich habe den mit Colin zusammen durchgespielt, aber dann nicht mehr mehrmals. Also, es hat aber auch lang genug gedauert, bis wir es einmal durchgespielt haben. Oh, your brother would be so proud, knowing you're fighting for your kin. Ich bin wirklich kein guter Hades-Spieler. Das wird jetzt viele hier überraschen. Aber es ist dieses eine Spiel, wo ich gerne zugebe, dass ich da... Schwächen habe. In der Begegnung ist immer ein Gegner von Schwäche betroffen. Du stellst neben. Hey, das ist das Geilste. I've much to learn from her, I think. Dieser ansaugende Bannkreis finde ich schon ganz geil. Also der Bannkreis ist bislang noch die größte Neuerung. Also Erdengelbob hat sich ein Vertrauen im Bild. Er hat 150.000 Edelsteine auf der Welt, dass du schaffst. Okay. Der Druck. Das ist aber auch ein bisschen fahrlässig. Hat er den letzten Satz von mir nicht gehört, wo ich gesagt habe, ich bin schlecht in dem Spiel? War schon zu spät. Ach so, habe ich erst danach, genau in dem Moment, wo er das gerade geschickt hat, sag ich so, ich bin richtig schlecht im Spiel, so scheiße. Won't open. Ja, Dead Cells kann ich tatsächlich um einiges besser als Hades. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich glaube, es ist eine Übersichtssache. Hier fliegen mir einfach zu viele Projektile und Sachen immer um die Ohren, wo ich nicht genau weiß,
und das trifft mich. Was ist eigentlich mit Dead Cells 2? Ist das in Entwicklung? Ah, oh, nee, warte, die machen noch ein neues Spiel, die Dead Cells, Leute. Die machen noch das neue Prince of Persia, meine ich, oder? Oh, was ist das? Hier wird jetzt übrigens sehr gut angezeigt, dass es Oberste würde mein anderes ersetzen. Oder würde es den upgraden? Das steht ja außerdem. Du hältst... Ja, aber es blinkt rot. Sieht nicht so gut aus. Das würde das ersetzen, oder? So rot blinken, sag ich mal, ersetzen, ja. Pfeil? Der Pfeil heißt Gabenopfer. Die Seltenheit dieser Gabe ist höher. Doch du musst Liebeszirkel dafür opfern. Ah, okay. Ja. Du stellst langsam wieder her deine maximale Blitzlanze. Du hältst deinen Bannkreis gedrückt, um seinen Zielort zu wählen. Das wäre aber zusätzlich, so wie ich das verstehe. Oder? Das klingt doch ganz geil. The might of the heavens. Jetzt kann ich den... Ach, das ist ja geil, guck. Das ist nice. Also diese, wie gesagt, dieser Bannkreis, das halte ich schon für eine ziemlich geile Verbesserung. Und diese Pentagramme hier, das wird auch noch irgendwas bedeuten später, bin ich mir sicher. Ach guck, jetzt kann ich nicht, weil ich jetzt hier das kleine Männchen habe. Aber kann ich dafür diese Shadows sammeln oder was? Irgendwas muss doch dieses kleine Männchen auch drauf haben. Geil mit dem Bannkreis, das macht doch Bock. Ich klopp die hier erst zusammen. Und dann. Hier könnte man wahrscheinlich angeln, wenn man eine Angel hätte. I'm loving Angel instead. Kann ich wieder canceln? Oh, was? Du sackgesichtige Pimmelbärchen. Der gibt mir aber richtig, ey. Zu viel Energie gekostet. My reagent sensing incantation took effect. Ja, das muss ich eigentlich machen. Jetzt geht das ganze Geld geht wieder mal für Energie rauf, anstatt für ein geiles Upgrade. I met one of your brothers, Lord Charon. It was Moros. He delivered to me a certain artifact, but then was gone. Do you know of the fated list? Oh. It's been in my family's care before. So, what of Moros? Where could he have gone in all of this? Perhaps I can locate him again. Mir fällt gerade auf, Chaos ist gar nicht mehr da. Oder noch nicht. Ja, Mann. Ah, das bringt ja alles nichts. Ich brauche die Lebenskraft. Scheiße.
habt ihr mich schon wieder erwischt. Okay, meine Hauptattacke ist einfach viel zu läppsch. Viel zu wenig Schaden. Oh, was ist jetzt? I know that voice. Marked one for me, did you? Beat me to it. Wer schießt denn da? 3000. Der Bannkreis ist richtig geil mit dem Ansaugen. Hier ist irgendjemand nice zu mir. Das ist ja nice. That ought to do it. Good evening. Wer bist du denn? Together we shine, sister. It's been too long, sister. Look at you on your great hunt. Not ideal circumstances, but you've finally begun. Know that the family has your back, surprised as they are about this. No shortage lately of surprises on Olympus or below. It's good to see you, Artemis, but I must be off. Time's against us and all that. Time's an old fool, too busy besieging the Mountain of the Gods to sense the threat headed his way. Go get him. Für dich. Sie huscht durch den Wald wie ein silberner Blitz. Eine tödliche Gefahr für ihre Beute. Erstes Blut. Gegner mit mindestens 80% Herz oder 80% Schild erleiden potenziell kritischen Schaden. Leichte Beute. Du feuerst einen durchdringenden Pfeil auf die Gegner, die Schaden durch dein zufälliger Gegner wird gelegentlich markiert. Erleidet er kritischen Schaden, wird er erneut markiert. Du feuerst einen durchdringenden Pfeil auf Gegner. Ich gehe auf Bannkreis, Leute. My blessing is yours. Go find your mark. Good hunting. The underworld of Hades holds more than the souls of the dead. Riches beyond imagination. Even the remains of the deathless titans. They'll end up back where they belong. Knochen gibt's hier. Geil, die da einfach reingesaugt werden. Dieser Bannkreis, Leute, das ist das Geilste, ich sag's euch. Er kostet nicht mal Mana. Kannst du einfach immer wieder machen. Und dann bleibt. Stark von mir. Deine Angriffe fügen nahen Gegnern größeren Schaden zu. Das ist ja geil. Das sind ja alles Nahkampfangriffe. Ich finde, man kriegt auch immer so ein bisschen Studio Ghibli-Vibes bei dem Spiel, oder?
wieder übermütig werden. Warum habe ich Energie verloren? Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich heute so leicht heiser bin, ich hatte heute einen Game 2 Dreh. Ich sag noch nicht was, aber danach war ich auf jeden Fall heiser. Oh, da ist der Hammer. The Hammer. Aber eigentlich brauche ich Herz. Aber eigentlich will ich Hammer. Ich gehe auf Offensive, komm. Das ist nur für Penwona jetzt hier. Nein! Alter, die sind ja so krass, die Viecher. Jesus. Man muss hier echt in Bewegung gehen. Nichts für schwache Nerven. Das sage ich euch. Boah, zum Glück. Nicht Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland. Für alle anderen wird es wahrscheinlich sehr schwer. Ja, kein Problem. Hier ist der Hammer, Penwona. Es geht ab. Hammer des Daidalos. Der menschenscheue Handwerker lässt seine Meisterwerke für sich sprechen. Blitzschneller Schnitt. Du hältst deinen Angriff gedrückt, um schnell zuzuschlagen, kannst aber deinen Omega-Angriff nicht mehr einsetzen. Den ich ehrlich gesagt quasi gar nicht benutzt habe. Konzentrierter Klingensturm. Deine Omega-Spezialität gewinnt jedes Mal, wenn sie denselben Gegner trifft, plus 4 Macht. Macht einen Bonus auf den von dir verursachten Basisschaden. Andere Boni werden mit diesem Wert multipliziert. Dein Omega-Angriff trifft einen weiten Bereich und fügt 400% Schaden zu. Was sagt ihr, Chat? Deinen Angriff gedrückt, um schnell zuzuschlagen. Blitzschneller Schnitt, okay, Leute. The Master Craftsman's Gift. Denn Speed is Damage, wie wir wissen. Little by little. Was ist denn hier? Nichts. Ja, ich muss eigentlich schon wieder auf Energie gehen. Es bringt ja alles nichts. Es bringt ja alles nichts. Leute. Oh, Endboss, Leute. Das ist das Endboss-Logo. Ich sehe es doch. First try oder was? Until we meet again. Headmistress. There she is. Oh nein, das ist die Hexe. Welcome to the edge of Erebus. Well done, Milinoi. Thank you, Headmistress Hecate. I could not have reached this point without your guidance. And in turn, you shall not pass this point without a demonstration of your capability. My capability? You'd have us face each other here, even though my task has already begun. Your training shall never be complete. And I would know if you stand any chance at all against our enemy. Crossed flames, awaken! Alter.
Oh Mann! Ich bin gleich tot, Alter! Ich vergesse, ich habe ja einen Sprint-Button. Das fällt mir auch früh ein. Oh nein, ich war doch außerhalb des Pentagramms. Super gut von mir. How long has it been? 3, 2, 1. It is the dead of night within a haunted, barely moonlit thicket at the underworld's edge. There, a young forsaken princess hunts her prey. Ready or not, hence I go. I bid you farewell for now, Lord Hypnos. Where could she be? The keen-eyed princess finds a set of tracks, suggesting that her foe trod through this dusty ground not very long before. Shush, Homer. How shall I ever catch her if you're going to describe my every move? I've no idea to whom you refer, to whom the Princess of the Dead refers. Quit teasing me and help me look. You'll find her yet. Is it Odysseus? Odysseus, have you seen Hecate about? Not in a little while, little goddess. Though I'd expect that pointy hat of hers to give her away. I'll look for it. Thank you. Well, she's got to be around here somewhere, little goddess. Little goddess? There! Got you, Hecate! You're dead! Got me, you did, Millenowe. But I dare say I can escape your clutches. Hey! Can't hide from me. Over there. There you are. Got you again. Ah, so persistent. Give up already, witch. For I'm a titaness. You cannot vanquish me. I can and shall. Wo ist die olle Hexe? I got you. Hecate? What's the matter? It's merely that I've not heard your laughter before. Reminded me of your mother. I promise not to cry again. I still... Do not make promises you cannot keep. When tears well up, let them spill forth. They're not so precious that they need be contained. But you never cry, Hecate. And I wish to become strong like you, so that I might find Kronos and destroy him for what he's done. And then you could hear my mother's laugh again. And I shall do everything in my power to prepare you, so that you may succeed where I failed. If not for your family's sake, then for your birthright, as the Princess of the Underworld. What do you mean Princess you failed? Of the Underworld. You tried to beat Kronos yourself. He hurt you? Concern yourself with your own pain, not mine. Destroying Kronos shall not change the past, and the pain shall linger, though assert itself less frequently with age. Truly? Oh, death to Kronos. Okay. Was war das jetzt für ein interessanter... Dora, don't you pay any attention to what's been happening out there? Nope.
can't say any of that rings a bell. Olympus, that's where the family members you don't like live, right? And the Titan of Time. I get that he's bad, but he's never done anything to me personally, as far as I know. This entire encampment exists to resist his efforts to overthrow the gods and rule the world? Well then, maybe I should thank him, because I happen to like this encampment. Oh, shush. Oh, shush, halt dich. Also nicht ganz so, aber... A prophecy concerning Doom. I have to find Lord Moros once again and call him here. Besiege Hecate im Kampf. Ja. Schwierig. The last wheel of the three fates. Those reclusive determiners of all that is to come. With their aid, we may have a chance. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, was dieses Männchen da eigentlich soll. Where are you, Headmistress? Ja, jetzt ist sie weg. I think I know how I can do the bidding of the fates. Profitversprechen. Nee, da guck mal, jetzt steht da unten mal 100. Ich verstehe das nicht. Versteht ihr das? Da unten immer hier dieses mal 100? Ich habe ja nicht 100 Knochen. Eben hatte ich ja... Was bedeutet das? Furchtbare Erde. Erschaffe zwei Beete, in denen du Nachtschatten und andere Pflanzen kultivieren kannst. Gewährt dir ein Nachtschattensamen. Da gibt es echt viele neue Metamechaniken jetzt in dem Spiel. Ich meine, davor war ja viel so, konnte man ja dann das Reich des Hades so ausschmücken und so, aber ich habe das Gefühl, die haben sich hier einiges Neues ausgedacht. Überzeuge den elenden Trödler an der Wegkreuzung zu erscheinen und tausche deine Knochen gegen verschiedene Ressourcen ein. Ja, das machen wir jetzt mal, oder? My blood and darkness, let my will be done. Also das hat jetzt 10 gekostet. Theoretisch müssten dann ja unten mal 90 stehen. Broker, welcome to the crossroads. What now? Ruf des Unheils. Schicksalsgewebe, Nachtschatten. Fruchtbare Erde. Great Tree of Life, please listen to my thoughts. It is done. Such sorcery. Nightshade seeds. Broker. Tatsächlich, 90 Knochen oben rechts. Chat hatte mal wieder recht. Das ärgert mich. Okay, jetzt kann ich hier Schicksalsgewebe kaufen für 60. Asche oder Psyche. Here you are. Farewell. After ever scheming Kronos claimed the House of Hades, shades of the dead residing there, all scattered to the ends of the earth. You shades are welcome here and safe. What you said to me before about my mother, that was very cruel. Fair enough. Can't kill each other here, but we can use our words. If we were fighting for real, I wouldn't have held back either. I figured not. Goddess, the good witch put you to the test out there, did she? Quite an intensive teaching style, I always thought. She expects a lot from you, but that's just what happens when you've such potential.
Then she must be disappointed with my results, although she's careful not to show it. Same as you, Odysseus. Come, I know how dispiriting it is to chart one's course, only to lose one's way. We rarely get where we must go the fastest way we can. As long as we so viel Weisheit in diesem Spiel. Oh, guck mal, da ist ein Kaninchen. Nee, was ist das? Headmistress couldn't ask for better familiars than you two. Was ist das? Also, es ist auf jeden Fall kein Kaninchen. You are welcome here and you are safe. Die schläft immer noch. You'll flourish here. Plenty of room to grow. The ashes remember. Pro Sekunde. Dein Sprint ist 20% schneller. Du beginnst die Nacht mit einer Todesverachtung. Fällt deine Leben, stellst du automatisch. Oh, das ist gut. Darauf spare ich. 20 Asche brauchen wir. Also länger man zockt, desto mehr kommen einen Sachen und Mechaniken aus dem ersten Teil wieder bekannt vor. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was diese Puppe soll, ey. Secrets lie within. How about the pick? Spitzhacke, da weiß ich wenigstens, was ich kriege. I know the sound of that gate. Come here where he's all. Ich habe das Gefühl, man konnte ja dann auch noch für jede Waffe auch noch unterschiedliche Builds quasi spielen. Das muss ja auch noch irgendwo drin sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das dieses Ding hier ist. Aber keine Ahnung. What ails you, young one? You have a look of consternation, which mayhaps my breadth of experience could alleviate. Go on, just spit it out. Oh, Commander. I was just thinking about all the reagents I still need. Some grow in different regions or require different tools. But you don't gotta keep it all in mind. That purple pack you carry all your stuff in somehow? Don't you got all your notes in there too? So if you don't remember where to nab something, check there. In fact... I do have notes on everything in there. Yeah, that's what I'm talking about. So ein Run mach ich noch. Ready or not? Hence I go. The blacksmith sigil. Ooh, was ist das? What is he going to fit me for a suit of armor? In the name of Hades, Olympus, I accept this message. They told me you needed a weapon or something. You already got one. Hephaestus. That lousy one can spot that piss poor workmanship from here. Though, I could tune it up. Vulkanischer Schlag. Deine Angriffe verursachen gelegentlich eine Explosion, die 200 Flächenschaden zufügt. 12 Sekunden Abklingzeit ist natürlich heftig. Wuchtiger Sprint. Nachdem du für eine Sekunde gesprintet bist, erzeugst du eine Explosion, die... Nee, das mag ich nicht. Kraftquelle. Obwohl, warte. Kostet 10 und Flächenschaden 200. Ist natürlich nicht so schlecht. Aber ich sprinte fast die Kraft. Du erleidest minus 10% Schaden und stellst etwas Dings her. Ich probiere mal den My silver all grew stronger, didn't it? Und der genau reingelaufen. Jesus Christ. Not even those with the power to enter the crossroads at will can entirely anticipate which... I not expected this one.
ganz nice. Ich will wieder den Bannkreis, der die anzieht. Das war das Geilste. This is my father's realm. Also, ich habe das Gefühl, durch mehr Möglichkeiten im Hub, also das Meta-Gameplay ist, finde ich, jetzt schon interessanter, als es bei Hades 1 war. Und das macht letztendlich die Runs auch interessanter, weil du eigentlich immer irgendwie, selbst wenn du nicht erfolgreich bist, was findest, was du irgendwie ganz gut benutzen kannst. Für deinen Run. Und das ist natürlich auch sehr gut, wenn man jetzt hier den, wenn du hier weiter denkst und du machst irgendwann, kriegst du es so weit runter auf Stufe 5, dass du mit jedem Schlag diesen Ding machst, dann geht es natürlich richtig ab. Aber ihr versteht nicht, was ich meine. Man muss nämlich Profi sein dafür. Ich habe das Gefühl, der Dash, mit dem Dash bin ich noch nicht so ganz warm geworden. Irgendwie, ich müsste jetzt nochmal Hades 1 spielen, um den direkten Vergleich zu haben. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen weniger effektiv. Zum einen hat er so eine bisschen Verzögerung, wo sie dann so kurz aufblitzt. Könnte noch ein bisschen direkter sein für meinen Geschmack. Aber vielleicht war das in Hades 1 auch so und ich hab's nicht mehr so. Aber es ist so ein bisschen verzögert, ja. Jetzt gehen wir hier nämlich wieder. Oh, du Drecks. Okay, wenn die im Bannkreis sind, dann ist das halt aber auch ganz schön scheiße, weil die sich dann sehr schnell um die eigene Achse drehen. Okay, das war richtig dumm. Egal. Guck, jetzt sind wir auf dem... Och, jetzt geht er nur noch eine Sekunde runter. Das ist frech. Aber gut. Das ist frech. Was ist das? Spinning, spinning goes the thread. Warp and warp. Oh! What are you doing here? Besides tramping all over my webs, that is. Oh, it's nothing, silly. I can always make more perfectly good silk. I can't always see you. Hi, Arachne. Sorry about all this. I think we'll soon be seeing more of one another now. My task has begun. Truly. Why then, I'll get out of your hair. You have to go. But first, you have to try on one of these. And don't worry about any wear and tear. I've plenty more in stock. Why, this is beautiful, thank you. It matches your eye. She says this is okay. Da geht's zum Shop. Da geht's zum Shop.
what's happening? Werkzeug benötigt. Ah, dafür hätte ich. Dafür hätte ich die Puppe jetzt gebraucht hier. Verstehe. Nerv. Wie man es macht, ist falsch. Okay. Nee, wir gehen. To your success. War ja wohl super stark von mir. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, dass der Bannkreis jetzt immer nur bei mir ist und nicht mehr da, wo ich ihn gerne hätte. Wie eben. Das hat so Bock gemacht mit dem verbesserten Bannkreis. Enough of this. Das nochmal? Also das gibt, glaube ich, Mana. Ich muss richtig sehen, das ist Gold, glaube ich. Pam, pam, pam! Jetzt habe ich Geld. Was ist hier? Oh. In we go. Rein in die Tasche. Noch mehr Geld? Oder was war das nochmal? Ich habe noch ein bisschen Probleme mit den Omega-Attacken, also mit den aufgeladenen Attacken. Das Problem ist, du hast in dem Spiel selten Zeit, wirklich mal 3 Sekunden lang oder 2 Sekunden lang einen Button zu drücken. So doof sich das anhört. Deshalb fühle ich mich damit noch nicht so mega wohl. Auch wenn ich glaube, dass das eigentlich super mächtig ist. Taking on the Titan yourself, come on. But it did sound like something a vengeful child of Hades might attempt. Nova tauscht deine Spezialitäten, fügen größeren Schaden. Du fügst in jeder Begegnung größeren Schaden zu, bis du Schaden erleidest. Schaden erleidest, wird ein Teil reflektiert. Greater might.
zu viel. Ich werde besser, Leute. Ich werde besser. Ich finde, ich werde besser. Findet ihr das auch? Bitte sagt ihr. Oh, Shop oder Dell? Eieiei. Ich habe ja richtig viel Kohle. Aber der Hammer ist natürlich eine Once in the Lifetime Chance. Tanzende Messer. Deine Spezialitäten fügen 15% Schaden zu. Jeder Treffer prallt an bis zu 2 zusätzlichen Gegnern ab. Moment, fügen die... Ach ne, plus 15% Schaden. Deine Omega-Spezialität gewinnt jedes Mal, wenn sie den gelben... Ey. Der letzte Schlag deiner Angriffssequenz fügt 300% Schaden in einem weiteren Bereich zu. Uiuiuiui. Beides gut, oder? Prallt an bis zu 2 zusätzlichen Gegnern. Aber 300% Schaden plus Area Damage. Ich glaube, das ist für mich leichter. Dann kann ich schön Dreieck spammen. Ich probiere das mal. Auch das andere ist auch sehr verlockend tatsächlich. Ah ja, shit, das, jetzt kommt der Boss. Für den Boss wäre vielleicht das andere doch besser gewesen. Aber vielleicht auch nicht. The clearing isn't far. Greetings, Witch. I'll get him, Headmistress. I swear it. All that you've taught, I'll bring to bear. And no matter the obstacles that stand in the way, Kronos shall fall by my hand. I require no convincing, Milenoe, although perhaps you do. However much I've taught, what's important is you're a capable student. I have to be more than that. Hier wäre es jetzt natürlich gut, aber der ist noch gar nichts. Hält aber auch gut was drin. Boah, shit. Hektisch hier, man muss dauernd ausweichen. Zu gierig. Nein. Kann ich jetzt mal den dummen Schild da weg? Thank you.
Hälfte. Alter, wie viele Attacken hat die denn, die Alte? Das gibt es doch nicht. Hey, ich hänge! Ich hänge! Habt das gesehen? Ich hing! So, ich mache jetzt nur noch die aufgeladene Attacke. Oh, noch nicht. What the fuck war das? Oh! 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 Ich bin langsam! Oh, schaff ich nicht. Oh, she's strong. Ich hasse sie. Oh, wie gemein. So what's up? Well, thought I finally had the place to myself. Oh, wie war das gemein. Damn, you scared me to life. Rough night. Rough night, Dora. Fear not. You'll have the tent to yourself yet. See you. Yeah, you too. The modestly appointed tent of fierce Princess Melenui nonetheless is dutifully organized, and... I won't live in squalor. Man kann grüßen? Hail, spirit. You invoke me? This memory of all you lost. It stokes your want for vengeance even now. The fates would have me do their bidding. Ärgerlich, ey. Sehr ärgerlich. There you are. Melinoy, I held back against you out there. Even still, you could not surpass me. Do you know why? I know I can grow stronger still, but it's my lack of knowledge that betrayed me in the end. Some of your many tricks I've yet to learn. Correct. Strength, knowledge, patience. When faced with a seemingly indomitable adversary, all three are required. Or a stroke of fate. I'll count on the former. As we improve ourselves, so does our craft. Aha. Vergiss mein nicht. Trainiere dein Gedächtnis. Öffne ein Rezept und drücke Dreieck, um auf einen Blick zu sehen, welche Ressource. Domname Sion. So mote it be. So mote it be. Guck, was die Ernte macht. Aha, guck. Full bloom. Aber ich habe keine weiteren Samen zum Reindingsen. Again, huh? Can't believe sucking up to the fates actually worked. That big scroll over there. That's really from them. Personally delivered by Lord Moros, no less. He seemed a little pressed for time, so we didn't get to talk much. Are the two of you close? We're children of Nyx. None of us are close. But we crossed paths. When certain mortals get what they deserve, it involves us both. I can only imagine. Oh, wir haben 50. Wir können Psyche. Wofür war nochmal Psyche? Asche ist klar. Psyche. Und Schicksalsgewebe. Take care then. Ah.
Alter, einmal so schlafen wie Hypnos, oder? Ashes of the past. So. Ah, jetzt raff ich auch, das Symbol da unten ist die Tasche. Die lila Tasche von ihr, wo alles drin ist, steckt. Das heißt, in der Tasche habe ich 28. Okay, man kann das natürlich leicht verwechseln als eigene Ressource, aber jetzt habe ich es zumindest mal verstanden. Eternity. Du erhältst alle 5 Gebiete plus 3. Erwachen, aktiviere Arcana. Mit Handkosten von 1 bis 5. Aha, ist das quasi auch wieder so eine Gottheit, die man herbeirufen kann, wie im ersten Teil? Guck mal, jetzt habe ich einmal Todesverachtung. Soll ich nochmal einen Run machen? Hat Ede schon gesagt, ob es sich für ihn anders anfühlt oder ähnliches? Es ist sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Aber auch ein bisschen anders durch ein paar... Also vor allem das Metagame hier im Hub ist natürlich ein bisschen anders. Aber auch ich kann den Silberspaten kaufen. The silver spade. You're mine. Aber auch so ein bisschen generell durch den Bannkreis und so sind kleinere Veränderungen. Warum kann ich das jetzt nicht nehmen? Ach, habe ich schon. Die Schaufel, okay. Okay, ein Run mach ich noch. Komm. Commencing. Moonlight. She's deviated from. Also ich würde mal sagen, wer Hades 1 mochte, wird Hades 2 auch genauso mögen. Und wer mit Hades 1 nichts anfangen kann, glaube ich jetzt auch nicht, dass Hades 2 dann unbedingt das Richtige ist. So würde ich es jetzt mal formulieren. As I no longer can afford merely to watch. Whichever threat we face, I vow to shine for you. Behold, Mondstrahl. Dein Mondzauber feuert einen Strahl. Welcher Mondzauber? Drücke R2, nachdem du genug, um die Macht des Mondes heraufzubeschwören. Zwielichtfluch. Dein Mondzauber feuert einen zielsuchenden Verwandlungszauber auf bis zu 10 anfällige Gegner. Dein Mondzauber verlangsamt die Welt um dich herum für 5 Sekunden. Vollmond. Verlangsamt die Welt um dich herum. Phase shift. Phase shift. Together we shine. Oh, wir haben einen Bug. You fought beautifully. Ah, und hier kriegt man die Samen für... Verstehe. Für seinen Garten. Allerdings kann man diese Gottheit natürlich auch nur benutzen, wenn man viel Mana verschwendet oder verbraucht, sagen wir es mal so.
Was ich ja noch gar nicht so mache. Dauert einfach einen Tick zu langsam. Zu lange. So, you're a witch or something, I'm to understand. Then what do you need me for? Lay up that fancy magic of yours ain't all it's cracked up to be. Meine Arbeit ist reliable. Vulkanischer Schlag hatten wir eben, Schmiedezirkel. Deine Bannkreise fügen dreimal hintereinander Schaden zu, erfassen aber einen kleineren Bereich. Wuchtiger Sprint. Nachdem du eine Sekunde gesprintet bist, erzeugst du eine Explosion. Flächenschaden zufügen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich probiere das mal. My silver. Weil ich will ja auch mehr Mana verlieren, dann ist das ja vielleicht gar nicht so schlimm. Achso, man muss immer wieder neu sprinten. Das ist natürlich wieder wohl nicht so geil. Zu viel Energie mit der Attacke ein. A lightning sigil. Beim Betreten eines Gebiets reservierst du 50, wodurch deine Treffer Kettenblitze verursachen. Ich nehme das. Lightning from on high. Einfach immer fragen, was würde Matteo nehmen und dann das Gegenteil nehmen, oder? Thank you. There's her mark. Alter. Oh, kein Artemis? Doch. Peace and quiet. Has my little brother lived up to his shining reputation? Apollo was very kind. Though, easy for me to say. I'm not his twin. What'd you tell him anyway? Only the truth. Tschüss, Ouroboros. Danke. That I ran into the reclusive witch of the crossroads while scouting out our foe. And that she introduced me to a secret titan killer she's been training up. You just didn't tell him how long ago that was. So now they really think this long-lost relative of theirs is going to find Kronos and slay him. Oh, they think you don't stand a chance. But they don't have a lot of options, so they'll support you anyway. Especially since your family and all. Gibt in Hades 2 auch den göttlichen Modus. Was macht er nochmal? Konnte man am Anfang auswählen? Tödliche Schlinge. Du fügst Gegnern im Wirkungsbereich deiner Bannkreise potenziell kritischen Schaden deinen Angriffen zu. Todesurteil hinzufügen. Gelegentlich markiert, er leidet kritischen Schaden. My mark be with you. Farewell for now. See you. Ein bisschen schade, dass man immer nur ein Werkzeug mitnehmen kann. Das war noch mal.
found something. What do we have in stock? Geil. Kann mir original nichts leisten. Yes, my lord. Ich glaube, ich habe mich verskillt. Ich bin der verskillte Magier. Das läuft überhaupt nicht. Das ist ein richtig schlechter Bild, den ich hier spiele gerade. Schaden. Richtig schlecht geskillt habe ich. Und jetzt schon der Tod getrotzt, ey. Das ist wieder die Spinne, oder? Silken finery, so soft, divine. I'll spin my threads for the cauldron. Catch whatever comes my way. Pleasant. The intricately woven spider silk ensconcing the environs of one gloom-filled recess within Erebus rivals in quality even the weavings of the gods themselves. Arachne knows her stuff. Oh, Arachne, the outfit you wove for me was so beautiful. I'm sorry to say I got into a bit of a scrape or two, and I'm afraid it didn't survive. Oh, that's quite all right, silly. It wasn't made to last. What is? It was made to be in the moment with you. Now here. Weave on. Weave on, ja, verstehe ich das. Drecksviecher, ey. Das ist richtig scheiße, ey. Alter, die sind viel zu krass, die Teile. Ganz ehrlich. Weil du kommst ja als Nahkämpfer überhaupt nicht an. Was soll denn das? Gleich beschweren. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, es spielt sich ein bisschen noch schwerfälliger. Aber ich weiß nicht, ob mir das nur so... Ich muss später mal, werde ich nochmal Hades 1 reinwerfen und gucken, ob das stimmt. That's better.
Deine Omega-Spezialität feuert geradeaus. Alle deine Spezialitäten verfügen über 20% Reichweite. Omega-Angriff gewinnt pro Begegnung plus 5 Macht. Explosiver Hinterhalt. Dein Omega-Angriff trifft einen weiten Bereich. Further refined. Und Boss mit 21 Energie. Geil. Oh. There you are. A flash of Nick's interest. And why ever not? To save. Cross flames awaken. Oh, ich wäre schon fast tot. What fucking happened? Ey, ich habe einfach zu viel Energie vorher verloren. Ich habe schon gut Damage gemacht mit der aufgeladenen Attacke. Aber ich hatte zu wenig Energie. How can I ever beat the headmistress? Oh, wieso klicke ich das immer wieder an? And oblivious to the Titan's threat. Hey, Mal. I was just floating. Floating around, I guess. And existing. Just kind of existing a lot. Failing? Making progress? I don't know. Oh, yeah. No, I thought maybe I'd take a break from that. Why? For the sense of accomplishment? Okay, jetzt können wir auch Sachen schenken. Headmistress, I found Artemis out there. I'd not expected her so soon, but then, she's quick. Speaking of which, what of Hermes? Any word? Alas, not yet. However, those two are resourceful and discreet. And Olympus remains none the wiser to our law. My concern is their safety. May Hermes soon discover what exactly Kronos is scheming and return. No, we cannot. Each night, another possibility. Blühender Reichtum, tausche Pflanzen und andere Güter beim elenden Trödler ein. Wilder Lebensbrunnen, offenbare eine versteckte Lichtung im düsteren Erebos, an der du ruft es um als Ersuche Morus erneut zu erscheinen, ganz wie es die drei Schicksal. Katoski Onoski. So mote it be. A moment, goddess. Into the earth you go. With your Olympus dwelling relatives assisting you, I've half a mind to ask you to let them know I'm on your side. What? But you're the great tactician, Odysseus. Even the gods were impressed with your machinations and your glory. Well, Lady Athena and others favored me, it's true, but your uncle Poseidon, well, I got on his bad side, I believe. Now, maybe he's let it go after all this time, but that's a risk I'm not prepared to take, so keep quiet about me, would you? I hear you. Yeah, what? Wondered why Hecate took off all of a sudden. Was just to get in your way. She expects me to be prepared for whatever lies ahead. You're such a pushover sometimes. Nemesis, maybe we could start again.
Here, I got you something. Don't need your charity, princess, or temptations while I'm on duty or off. You're doing this because you want something from me anyway, so here, knock yourself out. Fair enough. Thank you, Nem. Death to Kronos? Whatever. The unhappy goddess. Whatever. Giftkappe. Minus eins. Ach so, ich verkaufe die Giftkappe. Fair trade. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Jetzt kann ich mir hier nochmal so ein Schicksalsgewebe holen oder Psyche. Wofür war nochmal Psyche, ey? Ich habe 150 davon. Be well. Für irgendwas war das doch. Aber ich weiß nicht mehr was. Grow and thrive. War das hierfür? Nee. What is my path? Asche und Glut. My keepsakes. Ah, siehst du, jetzt hast du hier diese Items auch. Aktuell, guck mal, jetzt hier. Hecate, 20% mehr Schaden. The eye. I have this. Nee, für die Karten brauchst du hier Asche. Wofür ist nochmal Psyche, ey? Concludes our lesson for today. At ease. Neben den Karten? What say the cards this eve? I'll keep this in mind. Ach, das sind immer andere? Nee, hä? Vergiss meinen nicht. Afraid not. Oh, sie ist wach. Nee, hä? Look at him all peaceful, not a care in the world. Could you imagine? He's beautiful. He has this wisdom about him, even asleep. Not really. Hypno served in the House of Hades under Mother's care. Ran into him now and then, though. He ever wakes up? Hope I can be there when you finally meet. Thank you, Nem. Habe ich noch irgendwas? Cut. Keine Ahnung, Leute. Irgendwas, für irgendwas wird es schon gut sein, auch wenn ich es nicht weiß. Salutations. Broker. Psyche.
Also Pellegrino sagt, am Altar kannst du auch die Kapazität der aktivierbaren Karten erhöhen. Den du bei den grünen Kreis rechts kaufen drückst, dafür wird Psyche verwendet. Wo? Am Altar. Welcher Altar? I wish. Ich wüsste nicht, was... Welcher Altar? Hier kann ich doch... Hier kann ich nichts... Wo du gerade warst. Ja, und wo soll ich jetzt... Altarkarten. Da hier. Ja, und wo soll ich jetzt hier Psyche ausgeben? Erkläre bitte. Ja, das ist halt Quatsch. Oder? Ne, hier rechts? Aha! Warte mal. Hier rechts kann ich... Das ist doch nicht Quatsch. Hier rechts bei dem Bild kann ich Psyche ausgeben. Aber das heißt, ich könnte dann mehr Karten ausstatten. Aber die Karten muss man ja auch erstmal freischalten. Okay. Auch gut versteckt hier rechts. Okay, jetzt kann ich 18 Kartenslots. Belle Kiddo, vielen Dank. Ich nehme alles. Aber es bringt natürlich jetzt trotzdem nicht so viel, weil... wir ja nicht mehr Karten haben. Die wiederum kosten hauptsächlich Asche. Also müssten wir im nächsten Run eher Asche farmen. Verstehe. Das haben die aber gut versteckt. Alright. Ja, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit Hades 2. Spielt sich ja jetzt schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, ja. Natürlich sehr ähnlich wie der erste Teil, aber mit interessanten Verbesserungen. Gerade das Metagame finde ich hier besser. Also das Hub. Ansonsten ist es, glaube ich, noch zu früh, irgendwas zu sagen, weil wer Hades 1 kennt, der weiß ja auch, dass da die unterschiedlichsten Builds dann spielbar sind und man kratzt da ja gerade, wie ich jetzt hier nach 2 Stunden, nur an der Oberfläche. Es gibt noch so viele Waffen und Perks und Sachen freizuschalten, die alle ineinander greifen und das Spiel noch fundamental im Gameplay verändern. Aber es ist natürlich rein spielerisch und auch, ich muss sagen, rein optisch jetzt könnte man ohne dem Spiel was Böses zu wollen, more of the same sagen, weil natürlich Hades 1 ja hat sich ja auch je nach Waffe oder Boon oder Power-Up hat sich ja auch immer ein bisschen anders gespielt. Also macht es jetzt nicht so einen Unterschied, ob ich jetzt sie spiele oder den Typen aus dem ersten Teil, wenn eh sich alles immer so ein bisschen anders anfühlt bei jedem Run. Aber auf der anderen Seite, es ist ja genau das, was man eigentlich als Hades 1-Fan auch will. Dass man eigentlich more of the same will. Ich will ja bei einem, also kleinere Verbesserung, bei einem Dark Souls will ich ja eigentlich auch more of the same. Nur halt mit ein bisschen Veränderung. Und neuen Leveln, neuen Gegnern und so weiter und so fort. Also, Hades dir gefallen? Ja, Hades mir. Danke, Arigato. Und ob es euch auch gefallen Hades, könnt ihr mir ja mal in die Comments schreiben. Was euer erster Eindruck von Hades 2 ist. Und was ihr vielleicht, wenn ihr Fans von Hades 1 seid, was ihr vielleicht auch erwartet von einem Nachfolger. Kann ja sein, der eine sagt, keine Ahnung, ich will ein Open-World-Hades und andere sagen genau das. Bisschen neue Gegner, neue Waffen, keine Ahnung. Schreibt es in die Comments, lasst ein Like da. Tschüss.